Moin Leute und willkommen zurück zu SW-Tour. Beim letzten Mal haben wir die Ruinen von Calette in ein Schlachtfeld verwandelt, oder sollte ich vielmehr sagen, in einen Schrottplatz, denn die alten und unglaublich teuren Druiden, die da rumstanden, sind jetzt alle vernichtet worden von unserer Hand. Dementsprechend machen wir weiter mit diesem freundlichen Herrn, mit Meister Meep Mox Wox. Waka Waka. Pour ma tout autre chose, ça fait une grue simnia soupa. Et far karksara, fourflastu, granyamiemi vrami, hev viku omlibi arinu. Tja, passiert würde ich mal sagen, ist eine schlechte Sache, aber was soll ich denn da machen, mein Freund? Wieso sollte ich mich darum kümmern? If by our simar sufni om wasi, domnjibia furhomupina. Pegarus plot as vista bokarpina, nuimarstro deber kurburkurni. Cool. Evenorexi va vitu. Semar pir morhiu noche. Hux unar? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, dann werden wir wahrscheinlich sowieso da wieder hingeschickt. Also, na, auf dem Weg können wir ja so ein paar schöne Statuen zerstören. Finde ich gut. Ein Jedi sollte immer seine Grenzen ausloten. Eru elefu garu mare myre presi imborgai homuraviavskipti. Wird quoli drafa ut potamina. Menufitan fine milman morio matumiten. Ek farkaksara furflastu. Granja miemi vrami hev viku omlibi arinu. Alright, alright, alright. Also wir sollen sie nicht kaputt machen, wir sollen sie nur ein bisschen detailliert anschauen, ein wenig analysieren. Ist ja ein bisschen langweilig, aber gut. Wer bist du denn, meine Liebe? Jedi, ihr seid gekommen. Ich hatte schon Sorge. Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen. Ihr müsst euch beeilen. Ihr müsst meinen Sohn finden, bevor ihm etwas zustößt. Also zum ersten Mal, ja? Du dachtest, ich würde etwas nicht schaffen und dann muss ich auch noch deinen Sohn finden. Also bitte, danke, wo hast du denn überhaupt deine Manieren gelernt, meine liebe Dame? Muss ich das, ja? Hütet lieber eure Zunge. Ganz genau. Seid ihr denn nicht hier, um ihn zu retten? Ich habe vor den Toren des Tempels darum gefleht. Die Fleischräuber haben ihn schon seit einer Woche. Sie kamen bei Anbruch der Dämmerung. Einer von ihnen war mit Blut und Narben übersät. Er hat meinen Sohn verschleppt. Hör zu. Unsere Späher haben Vio, meinen Sohn, auf dem Typhusgard gesehen. Dort haben die Räuber ihr Lager. Sie sagen, er ist verletzt. Er blutet und humpelt, aber er lebt. Er wartet darauf, gerettet zu werden. Also ehrlich gesagt habe ich nicht so viel Bock drauf, muss ich mal sagen. Ich weigere mich, da hineingezogen zu werden. Das kann nicht euer Ernst sein. Ihr müsst ihm helfen, bevor ihm etwas Schlimmes passiert. Okay. In Ordnung. Ihm wird nichts weiter zustoßen. Das verspreche ich. Sehr leicht zu beeinflussen, der gute Anem. Anständig und gütig. Wenn er ihn auf dem Tithosgrad nicht findet, sucht nach einem Zeichen. Etwas, das er als Spur zurückgelassen haben könnte. Er hatte einen Ranzen bei sich. Vielleicht hat er den liegen lassen. Die Fleischräuber werden versuchen, euch aufzuhalten. Aber ich habe gesehen, wie gut Jedi kämpfen. Helft mir, Jedi. Helft meinem Sohn. Bitte, danke, ich meine irgendwas. Ich war also ganz ehrlich, das ist doch echt nicht die feine Englische, oder? Okay, wir müssen überall in die Weltgeschichte. Wo müssen wir denn hier mit dem Gesicht des Feindes hin? Nach da unten, okay. Na, das machen wir mal zuerst. Ich meine, es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir die anderen Quests zuerst abgeben, weil wir sind sowieso schon maßlos überlevelt. Dementsprechend gehen wir einfach direkt nach unten zum Fleischräuber-Territorium und wollen da mal ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen die Dinge ins richtige Licht richten. Wenn wir dann da vorne ein schöner Name, mein Freund. Sehr, sehr schöner Name. Und übrigens kann man mittlerweile die Planeten kontrollieren. Ich habe noch nie einen Planeten gesehen, wo das irgendeine Gilde gemacht hat. Aber naja, es ist, glaube ich, möglich. Es steht zumindest immer da, wenn man hier rumläuft. So, guten Morgen. Bats. Ja, was soll ich sagen? Wir sind halt einfach maßlos überlevelt. Die sind Level 4 hier. Das muss man sich echt mal reinziehen. Ja, wir müssen hier rumlaufen und die sind Level 4. Das ist ja abartig. Wen haben wir denn hier? Meine liebste Balea. Dies sind wahrscheinlich die letzten Worte, die ich an dich richten werde. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich war ein Narber, Lea. Wie immer. Ich hätte nicht allein auf die Jagd gehen sollen. Das wusste ich. Aber wo unsere Rusa doch so krank ist und der Doktor sagte, dass er die Zähne der Manka-Katzen für ihre Medizin braucht. Ich habe es versucht.
Ich habe versucht, ihre Zähne zu holen, Firusa. Aber die Fleischräuber dressieren die Tiere, machen sie aggressiv. Schrecklich. Es tut mir so leid, Liebling. Und ich bin so müde. Ich muss schlafen, meine Kräfte schon. Falls die Manka-Katzen zurückkommen. Ich bringe ihre Zähne nach Hause. Irgendwie. Wie herzzerreißend. Und jetzt liegen hier nur ein paar Knochen und tote Gebeine. Na gut. Wir können die aber auch, glaube ich, hier unten holen, oder? Beim Fleischschrauber-Territorium müssten wir die auch mittlerweile besorgen können. Guten Morgen, alles fit hier am Schritt? Bounce! So, mal ein bisschen malträtieren hier die gewissen Kreaturen. So. Und dann schon die erste Manka-Katze. Ich meine, ich würde das nicht tun, wenn ich nicht dafür Geld bekommen würde und vor allem, wenn ich es nicht auf dem Weg wäre. Das würde ich wirklich nicht tun, denn ja, ich bin halt, wie gesagt, schon vollkommen überpowered und überlevelt. Dementsprechend, ja. Ich mache jetzt, glaube ich, einfach nur noch die Hauptquests, die mir hier hingeschickt werden. Und halt, wenn auf dem Weg noch irgendwas liegt, kann ich das auch gerne mitmachen. Es ist halt nur einfach ein bisschen schade, versteht ihr? Ich weiß, ich pikiere mich mittlerweile schon in jedem Part darüber. Aber, naja. Ich möchte nur ein bisschen meinen Unmut hier aufzeigen. Oh, Level up. Huch, wie konnte das denn nur passieren? Und wieso bin ich so langsam gerade? Hä? Warst du das Bestienmeister? Hüte deine Zunge, mein Freund. Hüte deine Zunge. So, und hier müssten jetzt auch gleich schon die ersten Statuen kommen. Sowas nehme ich auch ganz gerne mit. Ja, solche Nebenquests, die nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, versteht ja, was ich meine, ne? Ich denke, ich habe mein Unmut schon deutlichst genug zum Ausdruck bringen können. Also muss ich hier nicht noch groß rummaltretieren und rumlabern. Da vorne haben wir eine Statue. Sehr schön, aber die ist natürlich auf dem höchstgelegensten Punkt der ganzen Stadt hier. Naja, ich habe ja Zeit. So, da oben ist schon mal die erste Statue. Die können wir uns gerne mit... Ne, den Ranzen. Oh, dann nehmen wir eben den Ranzen mit. Haha, Loot für die Welt, meine Freunde. Loot für die Welt. So. Irgendwie ist der Sturmhieb ja nicht so... Ach so, der ist erst für beidhändige Bewaffnung wirklich nützlich, muss man sagen, denn dann greife ich einfach mit beiden Lichtschwerten gleichzeitig an und mit einer Waffe ist das natürlich relativ, ja, halb effektiv, könnte man sagen. So, hier haben wir den Ranzen. Überhaupt nicht offensichtlich platziert. Jedi? Ach, der Matriarchin sei Dank. Psst! Jedi reden! Jedi Frieden! Er will mit euch reden. Er ist zu schwach, um zu kämpfen. Jedi! Jedi Frieden! Er brauchte jemanden, der ihm hilft zu kommunizieren. Deshalb hat er mich mitgenommen. Und deshalb lässt er auch dieses Treffen zu. Ich habe versucht, ihm Basic beizubringen. Halt's Maul! Überlass das den Erwachsenen, Junge. Aber ich... Kopfding reden! Kopfding reden! Lernen Energie! Ich versuch's ja. Bitte, ich versuche es wirklich. Er glaubt, dass er mächtig ist. Er denkt, er kann die Macht anwenden und er will, dass die Jedi ihn ausbilden. Ich hab genug gehört, du Abschaum. Mir scheint, dass wir unsere Zeit verschwenden. Energie reden! Felsenbau reden! Bitte hör zu. Er ist jetzt ruhig. Wenn wir reden, bleibt er ruhig. Die anderen Fleischräuber dienen ihm, weil sie vor seinem Fluch Angst haben. Aber die Macht ist überwältigend für ihn. Er muss von den Jedi lernen, wie er diese Energie beherrschen kann. Er ist schwach. Vielleicht sollte ich ihn auch einfach nur umbringen, bevor er eine große Gefahr wird für die anderen. Ist, glaube ich, die bessere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Nehmen Energie! Jagdenergie! Gehen Felsenbau! Kopfdingfleisch! Ihr lässt mich erst gehen, wenn ihr ihm helft, in den Jedi-Tempel zu kommen. Das könnt ihr doch, oder? Ihr könnt doch die Jedi-Meister dazu bringen, dass sie ihn ausbilden. Das könnte ich sicherlich, aber weißt du, wenn ich mal so auf meine Uhr gucke, ich habe echt viel zu tun, mein Freund. Ich glaube, ich bringe ihn einfach lieber um. Es ist zu gefährlich, einen Fleischräuber leben zu lassen, der die Macht nutzt. Aber... Psst! Jedi! Pow! Danke. Ich bin dankbar, dass ihr gekommen seid. Kein Problem, Kleiner. Ich mach das doch gerne. Geh heim zu deiner Mutter, Kleiner. Ich finde schon zurück zum Dorf. Nach dem, was ihr getan habt. Jetzt, wo er mich nicht mehr beobachtet, ich schaffe das schon. Es werden weitere Fleischräuber kommen. Seid vorsichtig. Ich kann schon auf mich aufpassen, mein Lieber.
Ich liebe die Dunkelseite. Also manchmal ist die dunkle Seite echt richtig pissig. Und dann auch sehr, sehr oft richtig, richtig lustig. Zum Beispiel ist er eben gerade einfach nur durch Space geflogen, als er da runtergejumpt ist. Das fand ich lustig. Ich war wutzig, ja, ja. So, pow. Weg mit dir. Weg mit dir, sprach das Tier. Jetzt verschwinde von hier, denn sonst kracht's und ich mach gleich dasselbe mit dir. Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht. Irgendwie so. Pow. Pow and wow. Sodle und sodle und sodle und zack. Ganz viel Geld. Sehr schön. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? Ich brauche das ja nie. 16.000 natürlich. Ich soll das vielleicht mal ausgeben. Ich habe ganz schön viel Geld, muss man ehrlich sagen. Zumindest für das Level hier. So, und du bist auch noch am Start. Zack. Oh, was hast du denn dabei? Zeig's mir. Ich will dein Loot. Oh. Hey, das ist nicht schlecht. Vielen Dank. Was haben wir hier noch in der Kiste? Eine neue Hose. Die ist aber schlechter als meine jetzige. Schade. Aber die Armschienen waren schon mal sehr ordentlich. Zack. Einmal kurz angelegt und den Rucksack noch eingepackt. Perfekt. An den komme ich vorbei. Sehr gut. So. Wann können wir denn hier... Ah, Ataru Scharfsinn können wir als nächstes bekommen. Okay. Klingt gut. Na, ach du Heiliger, da wäre ich fast in den Abgrund gestürzt. Meine Herren. Meine Jungens. Was machst du da vorne? Die Todeswache? Ja, auf jeden Fall bist du jetzt tot genug, als dass du warten kannst. Was? Als dass du warten kannst vor allem. Die alte Wachtel. So. Zack. Und zack. Weg mit dir. Oh, guck mal. Richtig noch dieses Lichtschwert hier. Ach, jetzt nicht mehr. Schade. Habt ihr es gesehen? Eben schön in der Brust so eingeschnitzt, das Vipro-Schwert. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Detail. So. Damit hätten wir das Bergungsidol ein wenig analysiert. Sehr schön. Zwei noch to go. Ich hätte gerne zwei to go. Ja, mit Kaffee bitte. Nein, nicht mit Milch, nur mit Kaffee. So. Dann einmal zu der Höhle zum Energieschild. Natürlich, stimmt, klar. Mir fällt es gerade wieder ein. Wir hatten hier was zu tun. Ursprünglich hatten wir ja hier was zu tun. Was recht wichtig ist sogar, glaube ich. Das Energieschild abschalten. Und zwar mit dem guten Meister Orgus. Mal sehen, ob er diesmal pünktlich ist. Ich denke ja eher nicht, aber wir werden es sehen. Und übrigens, um mal kurz das Level noch ein bisschen zu verdeutlichen. Eigentlich sollte man mit Level 10 gerade sein Lichtschwert bekommen, aber ich glaube mit Level 8 oder so. Und wir sind schon Level 11. Also, und ich meine, ich habe ja jetzt nicht wirklich viel gegrindet oder so. Ich habe ja nur die Quests gemacht und halt noch diese eine Gruppe 2 Mission, die mir dann auch nochmal ein ganzes Level beschert hat. Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt ein bisschen übertrieben einfach. So, aber jetzt bin ich auch schon ruhig. Hoffe ich mal. Ne, ich habe ja meinen Unmut jetzt schon auf jeden Fall genug zum Besten gegeben. Also. Wen haben wir denn hier? Ein Fleischräuber-Knochenritter. Zack! Der Ritter auf den Knochen. Dum, 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 dum. So. Den Knochenwächter. Ach, Entschuldigung. Okay, haben wir ein Terminal da hinten. Muss ich da hin? Ich glaube schon, ne? Dann gehen wir mal nach oben. Hallöchen! Die muss mir auch immer erstmal ins Gesicht kloppen, ne? Ich meine, ich springe ihn doch nur freudig an, ja? Wie über ein Blumenfeld springe ich ihm in die Gesichtsfalten rein. Und er schlägt mir einfach ins Gesicht. Das ist auch echt nicht die feine Englische, muss man sagen. So, Energieschild. Bitte ausgeschaltet. Düt. Schaltet den Energieschild aus, der die Kommandobasis der Fleischräuber. Ach so. Ihr müsst der Padawan sein, der meine Leute abschlachtet. Ja, das bin ich. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Das ist also euer Gesicht. Jetzt weiß ich, warum ihr eine Kapuze tragt, Bangle. Orges Geschmack bei Padawanen ist schwach geworden. So wie er selbst. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Natürlich. Ohne jeden Zweifel. Ihr seid wirklich verdorben, doch die Gerechtigkeit wird kommen. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach.
Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Ich bin nicht schwach. Ich bin voll der krasse Babo. Guck mal meine Muskeln an. Ich werde die Sith auslöschen. Wartet's nur ab. Das Böse zu zerstören verlangt Reinheit. Ihr seid nicht rein. Da hast du einen Punkt, mein Freund. Einen kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. So. Okay, dann hätten wir das geklärt und können dann wieder rausgehen. Hallöchen! Wollen wir noch ein bisschen seine Leute abschlachten, bevor wir hier rausgehen? Müssen wir ja auch mal ein bisschen für Reinheit sorgen, hat er doch gerade gesagt, ne? So, hätten wir das erledigt und können auch wieder nach draußen spazieren. Mal kurz den Buff ein wenig erneuern. So. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt. Irgendjemand noch da, der uns nerven möchte? Ich denke nicht. So, jetzt müssen wir zu Rana Tau Wen wieder zurück, aber das können wir gleich später erst machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier übrig. Hallo, lieber Kanto. Kommst du aus der Kanto-Region in Japan? Ich helfe dir mal ein bisschen. So. Kein Problem, ich bin auch immer für euch da, ja? So. Hui! War jetzt gerade nicht sonderlich dunkles Verhalten, was ich hier in den Tag gelegt habe, aber egal. So, mal kurz ein bisschen hier den Berg runter skaten. Oh, guck mal, ohne Schaden zu bekommen sogar. Guten Morgen! Oh, schon wieder knackt er mir erstmal das schöne Genickfalten weg. Mein Herr! Unfreundlicher Kerl! Unfreundlicher Fatzke! Weg mit dir! Zack! So, das nächste Idol müsste da hinten. Ah, hier vorne. Perfekt. Hallöchen! Ich liebe diese Sprungattacke. Die macht so viel Spaß einfach. Da kannst du immer so... Whee! Einfach mal in die reinspringen. Das ist sehr schön. Das macht einfach nur... Das macht Laune, wa? Das ist richtig lustig. So, haben wir kurz analysiert und... Ach, guck mal da, ja. Schöne Arme hat der Kollege. Der war bestimmt pumpen gerade. So, das Fleischidol. Das Fleischidol. Mit Paracetamol. So. Von den Manka-Katzen müssen wir auch noch schön die... Ja, da kannst du mal aufhören, mir immer ins Gesicht zu schlagen, Kollege. Das zielt sich echt nicht. Wir müssen ja von den Wildkatzen hier noch schön die ganzen Zähne ausreißen. Wie viele brauchen wir noch? 3 Stück, okay. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, zumindest auf dem Rückweg. Zack. Da haben wir schon die erste. Perfekt. Batz. Zack und Batz. Also, die Stärke ist, denke ich, schon auf jeden Fall zu vermerken. So, jetzt springen wir nochmal dahin. Moment, ein bisschen aufladen und... Oh ja, tschu! Batz. Zack, 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 zack. Hui! Guck mal hier, schönes Knochengerüst auf dem Rücken, ja, muss man doch schon sagen, ja, und ja, ein bisschen beinlos, der Kerl, aber gut. Okay, haben wir da eben gar keine Manka-Katzen-Szene bekommen? Anscheinend nicht, schade. Ich will doch nur meine Manka-Katzen-Szene haben. Gib mir meine Manka-Katzen-Szene! Ist der Typ gerade eben nach unten gefallen? Erbärmlich. Und sowas nennt sich Jedi, hä? Sowas nennt sich also Jedi heutzutage, meine Herren. Verkommene Brut. So, da vorne sind noch 2 Stück, da wird mir doch bestimmt einer mal... Immerhin einer wird doch wohl einen Stoßzahn haben, oder? Zack, 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 perfekt. So, und jetzt können wir wieder zurück, denn wir haben nichts mehr hier zu tun, ins Dorf Kalikori zurück. Flopper! Dann reden wir noch mal ein bisschen mit den Leuten, können uns noch ein bisschen die Sachen hier abgeben, uns zurückgeben lassen, die ganzen Credits, die wir bekommen, die Unmengen an Geld. Wahrscheinlich kriegen wir dann noch ein Level ab, wie ich das Spiel kenne. Solle. Wobei, wir sind gerade recht am Anfang, also wahrscheinlich eher nicht. Aber mal schauen. Hallöchen. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. Hefskam, bim jo helke tüverk. Hever segna ek jo abflog, kumpa. Vielen Dank, mein Freund. Und neue Schuhe, die sind genauso schlecht wie meine jetzigen. Na super. Vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts, mein Lieber. Pah. Hallöchen. Jedi, ihr habt meinen Sohn gefunden. Danke. Bitteschön. Er hat mir gesagt, was ihr getan habt. Er ist in Sicherheit und ich bin froh, dass sein Entführer tot ist. Ich würde mal sagen... So ein paar Credits könntest du schon springen lassen, meine Liebe. Ich meine nur, das
Stehst du schon ein bisschen in meiner Schuld? Vergesst nicht, dass ihr Pilger uns jetzt etwas schuldig seid. Das vergessen wir nicht. Ihr habt mein Wort. Wenn die Ältesten von den Jedi sprechen, werde auch ich sprechen. Und auch mein Sohn. Damit danken wir euch. Na, pass bloß auf, dass du nicht nochmal in so eine missliche Lage kommst. Ja, ich möchte hier nicht nochmal hinlaufen müssen. Seid vorsichtig. Das nächste Mal wird euer Junge nicht so viel Glück haben. Ich verstehe. Solange die Fleischräuber in der Nähe sind, passe ich gut auf meinen Sohn auf. Wir wünschen euch alles Gute, Jedi. Lebt wohl. Ciao. So, was bekommen wir hier? Ein paar Handschuhe und die haben wir noch nicht. Sehr gut. Liebend gerne nehme ich die an. Dankeschön. So. Und jetzt könnten wir eigentlich auch schon... Na komm, wir beenden den Part für heute. Ich meine, der Part ist schon vorbei und wahrscheinlich wird jetzt das nächste Gespräch sowieso 100 Jahre dauern. Dementsprechend, der heilige Gral bedankt sich fürs Zuschauen und wünscht euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.